Am heutigen Prozesstag haben zwei der Angeklagten jeweils Einlassungen abgegeben zu den ihnen vorgeworfenen Taten. Sie haben auch Fragen beantwortet. Wir haben heute gehört, aus unserer Sicht ist der Einsatz gut gelaufen und bei diesem Einsatz ist Ihr Bruder ums Leben gekommen. Ihr Bruder, der in der Notlage war und Hilfe brauchte und am Ende tot war. Das ist fürchterlich. Aus meiner Sicht hätte die Möglichkeit bestanden und auch rechtlich ganz klar die Möglichkeit bestanden, das zu differenzieren und auf der einen Seite auszudrücken, dass man zwar seinen Einsatz für rechtmäßig hält, aber gleichzeitig eben das tragische Endergebnis in Form des Todes des Bruders menschlich ausgesprochen bedauert. Die Möglichkeit hätte bestanden, ohne einen rechtlichen Schaden für sich selber anzurichten. Also uns ging es letztendlich darum, dass man einfach in den Akten deutlich sieht, dass die Polizei Recklinghausen sich schwer getan hat, hier gegen Beschuldigte zu ermitteln, also gegen PolizeibeamtInnen zu ermitteln und die Beschuldigte zu nennen und auch die Vorwürfe klar auszudrücken in Form von Totschlag oder eben die anderen Delikte, die jetzt hier angeklagt worden sind. Das tut letztendlich für den Antrag tatsächlich im engeren Sinne nichts zur Sache. Das sind Entscheidungen, die einzelne Beamtinnen getroffen haben, aber dennoch ist es natürlich ein Bild, das sich uns zeigt, wenn wir die Akte lesen und das letztendlich auch sich in vielen Ermittlungen gegen Polizeibeamtinnen für uns zeigt und ein strukturelles Problem darstellt. Wir sind der Meinung, dass eben diese statische Lage, in der Mohammed sich befunden hat, er war total passiv, er hat sich selber ein Messer an den Bauch gehalten, aber ja auch noch nicht damit begonnen, aktiv sich in irgendeiner Form selbst zu verletzen, dass die nicht gerechtfertigt hat, mit polizeilichen Zwangsmitteln auf ihn einzuwirken. Und dass erst diese polizeilichen Zwangsmittel in Form des Pfeffersprays dazu geführt haben, dass er aufgesprungen ist und losgelaufen ist. Und ja, dann eben diese Situation entstanden ist, dass auf ihn geschossen worden ist. Vom Schützen haben wir ja bis jetzt noch nichts gelesen, weil der als einziger nicht vernommen worden ist im Ermittlungsverfahren. Insofern ist das für uns natürlich auch eine totale Überraschung noch, insbesondere was er auch zu seinem inneren Erleben schildern wird. Im Grunde fußt die Anklage zu einem großen Teil auf den Zeugenaussagen der jetzigen Angeklagten, auch auf andere Zeugenaussagen, aber diese Aussagen sind eben zu einem großen Teil Bestandteil der Anklageschrift geworden. Und insofern halte ich es für wichtig und sinnvoll, die Angeklagten eben damit auch konfrontieren zu können, wenn sie sich möglicherweise anders im Ermittlungsverfahren eingelassen haben, als sie das hier tun, in Kenntnis des bisherigen Ermittlungsstandes. Und insofern ist aus meiner Sicht aus rechtsstreitlichen Gründen geboten gewesen, diese Aussagen aus dem Ermittlungsverfahren hier einzuführen, Fragen stellen zu können, Vorhalte machen zu können, möglicherweise auch mit den VernehmungsbeamtInnen sprechen zu können und etwaige Widersprüche hier offen zu thematisieren. Das wird uns jetzt verunmöglicht, leider.